Entwerfe ein Boot aus einer Zeitung. Roger liebt alles, was mit dem Meer zu tun hat. Er trägt immer ein Bootkragenshirt und einen Hut. Roger geht auf eine lange Reise. Seine Freundin Rosie wird ihn vermissen. Keine Sorge, ich werde bald mit Souvenirs für dich zurück sein. Das habe ich selbst gemacht. Ich werde dich vermissen. Ich muss los. Bye. Bye. Roger hat das stille Wasser bewundert, als die Meeresbrise seinen Fischerhut klaute. Ich darf Rosies Hut nicht verlieren. Roger sprang furchtlos ins Meer. Ja, ich habe ihn. Das zu schützen, was man liebt, ist wichtig. Die kleinen Sachen zählen. Samantha liebt es, Heimumgestaltungen durchzuführen. DIY-Projekte sind meine Leidenschaft. Trage Schaumisolierung auf einer Matte auf. Sie härtet so schnell. Sie sieht zwar weich aus, aber sie ist richtig stark. Penny, Hilfe! Ich brauche eine Umgestaltung. Keine Sorge, wir haben ein Kleid für dich. Es ist wunderschön. Ich sehe aus wie eine Königin. Aber meine Haare sind zu modern. Nimm diese wunderschöne Perücke. Einen persönlichen Stylisten zu haben, ist das Beste. Bye. Hi. Samantha ist eine super Sängerin und ihr Look begeistert das Publikum sogar noch mehr. Es hat sie mit Blumen überschüttet. Bravo, Samantha! Stelle blaue Pastellzöpfe her. Füge Pink hinzu. Was für eine süße Frisur. Mimi liebt sie. Wow. Es ist eiskalt in diesem abgelegenen Skiurlaubsort. Eisbären lieben es hier. Aber die Skifahrer müssen zusammenhalten. Wollhaare halten dich warm. Mhm. Mimi hört jemanden im Schnee kratzen. Oh, es ist ein Bärenjunges. Komm her, ich wärme dich auf. Mama Bär hat überall nach ihrem Sohn geschaut. Mimi hat sich beeilt, aber sie hat ihre Kurve falsch eingeschätzt. Fräulein, sind Sie verletzt? Oh, das tut mir so leid. Schon in Ordnung. Soll ich es Ihnen beibringen? Mhm. Neue Freunde kennenzulernen ist super. Sie sind in ein Café gerannt, um sich aufzuwärmen. Deine Zöpfe sind schön. Mimi wurde schüchtern und hat aus Versehen ihr Essen fallen lassen. Oh, ich bin so duselig. Lass uns zurück an den Strand gehen. Trage Kleber auf den Perückenhut auf und streue Sand drauf. Füge Kreolen hinzu. Goldener Schmuck und ein goldenes Kleid. Aurora liebt es zu scheinen, scheinen, scheinen. Ja, Zeit für eine Strandparty. Hast du gehört, dass Aurora Davis heute Abend auflegt? Echt? Wow! Da ist sie. Hi. Lasst uns diesen Sanddancefloor aufmischen. Ihre Stylisten sind Genies. Die Haare sind der Hammer. Aurora ist super im DJing. Leg die ganze Nacht auf. Lernt Andrew kennen. Hi. Seine langen Haare sind wunderschön. Aha. Lass sie uns mit diesen Reben flechten. Das ist so kreativ. Und sie zu pflegen ist einfach. Gieße die Reben einfach. Andrew geht heute zu einem Date mit Gina. Hi. Hi. Ich liebe deine Haare. Ja, schön, oder? Jetzt sind wir vor der Sonne und dem Regen geschützt. Ich kann dich einfach mit meinen Reben bedecken. Die Frisur ist wirklich nützlich. Mathilda braucht eine neue Frisur. Stelle zuerst einen Perückenhut her. Nimm dann ein paar Satinbänder. Franze die Fäden aus und schneide sie in kleine Stücke. Schwarz und Weiß sind so ein Klassiker.
Ihre Haare sind mit Schachfiguren bedeckt. Bauern, Türme, Königinnen. Gut gemacht. Die Stone-Familie verbringt viel Zeit zusammen. Papa will seiner Tochter beibringen, wie man Schach spielt. Als Mathilda erwachsen wurde, liebte sie Schach sogar noch mehr. Dann verwandelten sich ihre Haare eines Tages in ein echtes Schachbrett. Was ist passiert? Muss ich nur die Rittermähne bürsten? Oh, das war nur ein Traum. Nancy ist in einen Salon gegangen, um eine Stilveränderung zu bekommen. Fange mit dem grünen Hut an. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was passiert. Dieser Irokesenschnitt hat ihren Kopf in zwei Teile einer Wassermelone geteilt. Grüne Schale auf ihren Schläfen und rotes Fruchtfleisch in der Mitte. Nancy hat ein paar glitzernde Samen für uns. Ich möchte im Sommer immer Obst. Hi. Hallo. Sie möchte etwas Leckeres trinken. Ich möchte ein süßes und fruchtiges Getränk. Okay, ich weiß, was dir gefallen wird. Also hat sie ein einzigartiges Getränk für Nancy zubereitet. Ja. So lecker, danke. Hi. Nancy sonnt sich ein bisschen auf ihrem Wassermelonenhandtuch. Ein kleiner Hund hat bemerkt, was sie hat. Genieße es. Scheinbar ist künstlicher Seetang im Moment beliebt. Und Laura liebt es, mit Trends mitzuhalten. Und passende Wimpern. Laura sieht wie eine schöne Meeresblume aus. Alles passt. Versteckt sich da etwas am Meeresgrund? Ja, es ist Laura. Sie ist eine hübsche Kreatur mit Seetanghaaren. Ihre Freundin Ariella schwimmt zu ihr hin. Laura, ich brauche Hilfe. Was ist passiert? Mein Vater hat gesagt, dass ich den Prinzen nicht heiraten darf. Ich bin von zu Hause weggeschwommen. Oh! Hey! Laura, hast du Ariel gesehen? Es tut mir leid, dass ich sie aufgebracht habe. Ich möchte nur, dass sie glücklich ist. Schneide aus einer Neonmappe eine Brille aus. Füge ein Drahtgestell hinzu. Diese Sonnenbrille ist perfekt für einen heißen Lalitown-Sommer. Wow! Hi! Wähle die besten Gestelle für mich aus. Wir haben eine Riesenkollektion. Gefällt sie Ihnen? Nicht wirklich. Oh, wie konnte ich das nur vergessen? Das ist der letzte Schrei. Wow! Sophie hat die Neonfarben anprobiert. Das ist so aufregend. Ich nehme sie. Bye! Coole Sonnenbrille. Ich liebe sie. Kann ich sie anprobieren? Ja klar, mach ruhig. Wow. Die Mädels haben sich eine Zeit lang ausgetauscht. Ah, ich sehe nichts. Das ist schon besser. Male Melissas Hut grün an. Ein kleiner Rasenmäher hat Schaumpapier in lange Grashalme geschnitten. Frisch gemähtes Gras riecht so gut. Verbessere die Enden. Drahtklammern mit Marienkäfern lassen die Frisur sogar noch lustiger und frischer wirken. Melissa verbringt Zeit in ihrem Lieblingspark. Die Natur schenkt ihr so viel Inspiration. Oh, pass auf! Hinter dir ist ein Tiger. Ah! Ich hätte lieber in meinem Studio bleiben sollen. Aber der kleine Tiger wollte nur ihr Bild sehen. Er hat gesehen, dass es nicht fertig war, also hat er sie in Ruhe gelassen. Puh, das war heftig. Ich male das Bild vom Marienkäfer zu Ende. Nächstes Mal male ich einen süßen kleinen Tiger. Jeder Puppe hat ihre Veränderung gefallen. Und jetzt gehen sie zusammen picknicken. Hier gibt es etwas für jeden. Die Musiker treten später auf, aber im Moment können wir Schach spielen und frisches Obst essen. Lalilu hat alle zusammengebracht.